Und da sind wir wieder bei The Legend of Zelda Oracle of Ages im Mondscheingrotte-Dungeon. Ein neuer Dungeon, eine neue Herausforderung. Was wird uns erwarten? Erstmal viel Grün. Und darunter sind Fliesen, wie das dann da wachsen kann. Ich glaube, hier brauche ich sogar Bomben. Autsch. Okay, gut. Tür. Ganz easy, machen wir so. Oh nein, Puschelhäschen. Und man kann sie wieder nicht besiegen. Ich hoffe nicht, dass ich dafür dann wieder entsprechende... Oh, komm. Komm, treff ihn. Okay, das geht auch nicht. Was hierfür ist? Auch keine Ahnung. Gut. Dann jetzt erstmal hier zurück. Und wir gehen nach rechts. Natürlich nur, um da Gras zu schneiden. Also ansonsten ist da ja nichts weiter. Wollte ich nur mal so anmerken. Wir gehen nach oben. Ach, nee. Um was wollen wir wetten, was hier der Boss ist? Also, ich würde fast meinen Hintern dafür verwetten, dass es dieser, nee, Goma heißt er nicht, oder? Ich glaube, der hieß nicht Goma. Ach, nö, was war denn hier nochmal? Arcanum? Ich glaube, Arcanum war es. 4 Kristalle halten fest, was weiterführt. Okay. Ein lautes Geräusch dringt aus der Ferne heran. Ganz so, als ob sich etwas losgelöst hätte. Okay. Jetzt gucken wir erstmal, was uns hier erwartet. Ja. Ich glaube, ich weiß schon, was er von mir will. Dafür muss ich einmal das in die Luft sprengen. Glaube ich. Ups. Da komme ich gar nicht ran. Ha. Das geht. Da komme ich ran. Ah. Da komme ich auch ran, dann kann ich hier nämlich außen rum. Kann das kaputt hauen? Ja. Irgendwas hat sich losgelöst. Und den kann ich dann da wahrscheinlich hinschieben. Ah ne, wartet mal. Das ist, glaube ich, dann eher so richtig. Ein Schlüsselchen. Klar, logisch, dass ich das nicht da draufstellen kann. Super. Es dreht sich immer nur in die Richtung, aber wir haben irgendwas betätigt. Und das heißt, es jetzt erstmal herauszufinden. Und ich glaube, es hat was hiermit zu tun. So, hoffe ich noch, dass hier noch Bomben sind. Okay, da haben wir jedenfalls Bomben. Hier haben wir auch noch Bomben, aber das hat sich auch noch nicht losgelöst. Und hier muss irgendwas drauf. Ah ne, hier gibt es dann irgendwas, wenn ich diese Puschel da besiegt habe. Die Frage ist, besiege ich die vielleicht mit Glutkern? Ah. Nein, auch nicht. Das ist jetzt wirklich, Rätselraten pur.
Das heißt also, wir müssen wahrscheinlich nach oben. Mal gucken, mal gucken. Na, gehen wir mal nach oben. Den kann ich schon mal nicht schieben. Das ist schon mal gut. Kann ich euch runterschieben? Nein. Oh, aber dich kann ich schon mal besiegen. Das ist auch gut. Ah. Okay. Halt, obwohl, halt. Ich muss ja das Armband anlegen, glaube ich, um zu schieben. Kann ich auch nicht. Kann ich auch nicht. Ich könnte jetzt runterspringen, das weiß ich. Ich glaube, ich weiß, was er von mir will. Ich glaube. Heißt nicht, dass ich es weiß. Also, ich glaube, ich weiß, was er von mir will. Aber ich kann es nicht wissen. Klingt ein bisschen komisch. Naja. Jetzt gehe ich nämlich wieder hier lang. Das Ding dreht nämlich noch so. Und jetzt dreht er nämlich in die Richtung. Und ich komme hier lang. Ja, es war richtig meine Vermutung. Ich habe immer noch nicht mein Schild wieder, fällt mir gerade ein. Das ist ja... ja. Was? Das macht das nicht kaputt? Ein Schwertschlag, das macht das kaputt, aber eine Bombe? Nein. Na toll. Was sagt er? Steinerne Ritter empfinden keine Furcht vor deiner Klinge. Das macht mir aber jetzt Angst. Ich empfinde jetzt gerade ein bisschen Furcht. Oh, aber ja, ich befürchte Schlimmes. Oh nein. Komm. Muss ich also irgendwie anders besiegen, aber wie? Ich habe nur noch eine. Gacha-Kerne. Oh, komm her. Na toll, wie soll ich denn die besiegen? Aber hey, es sind noch zwei. Ich weiß zwar nicht, weil ich den anderen erwischt habe, aber egal. Toll. Bombe. Bombe. Und jetzt sind sie wahrscheinlich wieder alle... Oh, es war so klar. Ja. Komm. Oh. Ja, gut. Gleich wieder zurück. Mit vier Bomben kann ich das gar nicht erst versuchen. Was ist das denn für eine Grütze? Wer hat sich denn sowas ausgedacht, Nintendo? Wie soll ich denn die besiegen? Nein! Ja! Jawohl! Nein. Oh, komm. Alter, jetzt reicht's mir. So. Nein! Ich Idiot. Das war jetzt definitiv saudumm. Gekonnt, aber saudumm. Ja, jetzt lass ich mich auch noch treffen. Komm, stürm, du blöder Wurm. Stürm.
Stirb, meine ich. Nicht Sturm. Stürmen! So, jetzt hier wieder lang. Ja, es war so klar. Einmal wieder außen rum. Oh. Danke, gib mir mein Herz wieder. Gib mir mein Herz zurück. Du brauchst meine Liebe nicht. Gib mir mein Herz zurück. Bevor es auseinanderbricht. Nee, ich glaube, den Herbert Grönemeyer, den kriege ich jetzt nicht so hin. So. Jetzt haben wir genug Bomben wieder und können es nochmal probieren. Oh, danke, er gibt mir eine Bombe. Ah. Oh. Gut. Ah. Oh. Na, geht doch. Ei, ei, ei. What a drama, baby, what a drama. Now give me my life back. Ich will kein... Egal, Bomben nehme ich auch gerne. Komm, Bömmchen. Jedes Bömmchen gibt ein Tönnchen. Ah, verdammt! Ah, das sind ja die. So. Schnell hier drücken. Komm. Toll. It's a trap! Ach, links lang geht's. Gut. Puh. Was? Was? Ist da ein Geheimgang? Nein, also. Dann macht er auch nicht so die Büsche dahin. Ich hau hier alle... Ah, der da. Ah, man erkennt die sogar. Guckt mal hin. Die haben nämlich keinen... ja, die haben die Fliesen da drunter. Also so, wie es eigentlich normal aussehen müsste. Da seht ihr, der da ist einer... Der da ist einer. Der da ist einer. Ganz einfach zu erkennen. Und hier ist keiner weiter. Gut. Das ist mir jetzt einfach gerade zu einfach. Egal. Ernsthaft, wegen 30 Rubinen habe ich jetzt so einen Aufriss gemacht. Toll. Jetzt bin ich wieder hier. War jetzt auf allen Seiten. Kann ich jetzt hier runter? Oh, Tatsache, da ist ein Weg. Okay. Geil, hier ist ein Weg, Leute. Und da ist ein Weg auch raus. Was hat das zu bedeuten? Okay. Ja, dich mach ich doch auch so platt. Aha. Nun, ich verstehe. Mhm. Ja, die Puschelhiesina kann ich doch gar nicht kaputt kriegen. Ernsthaft, ich krieg die doch mit Bomben kaputt? Kein Kommentar, Leute. Kein Kommentar. Ich hätte das oben, glaube ich, schon viel schneller lösen können. So. Und tschüss. Das Piraten unten jetzt dann wahrscheinlich auch eine Bombe gegeben oder sowas. So, hier.
Oh nein, ich befürchte schon, was es heißt. Ja, es war so klar. Nein. Danke. Mann. Wir haben den Kompass. Yay. Ich liebe den Kompass. Ich liebe den Kompass. Ich will den Kompass heiraten. Und da gab es bestimmt die Karte. Oh, ein Rätsel. Wie schön. Nur was hat es mit diesem Rätsel auf sich? Klar habe ich das sofort verstanden und sofort in die Tat umgesetzt. Also, ich glaube, darüber brauchen wir uns nicht weiter unterhalten. So. Ah, verdammt. Blödes Häschen. Ach. Ja, da ist die Karte. Wow. Das wäre jetzt beinahe in die Hose gegangen. Gut. Nachdem wir nun Karte und Kompass haben, endlich, nach einer Folge, würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es weiter. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.